Dankeschön. Huch, das Bein. Immer mehr Paare stecken in der Tanzkrise. Schiebung mohren 2/3 der deutschen Frauen und treten ihren ungelenkten Partnern an Schienbein. Sie haben es satt, übers Parkett zu schlittern. Wie gut ist Ihr Taktgefühl? Ich habe manchmal ein bisschen Probleme. Mit Ihren Füßen? Mit den Füßen, auch mit der Frau. Er fühlt sich wie im Führring. Ja, so ähnlich ist es. Und er versucht dann selber zu führen. Und ab und zu kriege ich ihn dann hin. Ja, wer führt denn nun von euch beiden hier? Beim Tanzen ich. Wieso betonen Sie beim Tanzen? Ja, zu Hause. Dankeschön. Ja, wer führt denn nun von euch, Maulig? Wer führt? Ja, ich doch, das sieht man doch. Meine Frau meistens so, na, die ersten 2, 3 Tänze und dann bin ich verschwunden und... Ja, ich merke schon, Sie fangen jetzt an zu rudern, nicht? Sie wollen mir also klar machen, es gibt nur 2, 3 Tänze pro Abend mit Ihrer eigenen Frau und dann wenden Sie sich fremden Frauen zu. Oh, nein, nein, so, nein, nein, so schlimm ist das nicht. Nein, nein, so schlimm ist das nicht. Sie können jetzt noch vieles gut machen. Ja, jetzt sagt es. Geld oder Liebe? Ex-Lady Diana hat sich angeblich einen neuen geangelt. Herr Tang hat mit Vorgänger Charles vor allem eines gemeinsam, Kohle. Wir kommen bei Diane Sachen Kerls schon lange nicht mehr mit. Guckt sie nur auf den Geldbeutel? Sie hat Pech. Sie hätte hierher kommen sollen. Hier sind tolle Männer. Und dann hätte sie bestimmt den Mann fürs Leben. Mhm. Lady Diana hat nicht ihre Klasse. Sie ist nicht meine Klasse. Sie waren nicht mit ihr in einer Klasse. Unter anderem, ja. Bis zur wievielten Klasse sind Sie gegangen? Das erzähle ich Ihnen nicht. Ist die Dame denn geldgierig? Kann man so weit gehen? Die kennt die Engländer und jetzt geht das ja mit den Chinesen los. Würden Sie gerne mal kennenlernen? Ja klar, warum nicht? Was würden Sie denn machen, wenn Lady Di jetzt plötzlich hier reinkommt zur Tür und sagt, Hi Thorsten, ich bin's, Di. Ja, dann würde ich sagen, hallo. Seine Bremer denken nur an die Meisterschüssel. Werder-König Rehagel ist beim Gedanken ans letzte Spiel in München mulmig. Er will sich's mit den Bayern nicht verscherzen. Zahlen die doch nächste Saison Ottos Brötchen. Otto im Abseits. Also, er ist jetzt kein Fisch mehr und er... Schütternd ist das hier. Noch kein Kraxelhuber da. Also, der mach dich fertig, der Mann. Zwischen allen Fronten steht er doch jetzt, ne? Würden Sie gerne mitmischen? Klar, mal eine Runde Fußball spielen wäre auch nicht schlecht. Auf welcher Position würden Sie sich ganz persönlich sehen? Mittleres Mittelfeld. Ich frage jetzt mal Fritz an der Kamera hier. Fritz, kommst du mal her? Fritz, komm mal her. Fritz, was hältst du von Otto Rehagel und seiner Grabwanderung, Fritz? Oh Gott, ich bin überhaupt kein Fußballfan. Haben Sie Ahnung, die Frau vom Fußball? Also überhaupt nicht. Ich sage, warum geben die nicht jedem den Ball? Warum hauen sich da 22 Mann um einen Ball? Ist doch Blödsinn, ne? Das war's. Wir sagen Tschüss und Schnitt. Wissen Sie heute zusammen?